So, brüll mal wie ein Löwe. Ah! 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 Hallo Leute, ich bin es, Manni, und ich bin hier, Busfahrer. So, Vorsicht Leute, Manni kommt, ganz genau, da sind wir zum Trainingslager. Alles klar, sind da. Ohne Manni wäre der Bus nicht in Schuss. So, Spieler sind raus, ich habe noch ein bisschen sauber gemacht, macht ja sonst keiner. Jetzt haben wir Fotoshooting, dann ist Training und dann werde ich den Leuten erstmal sagen, die Spieler, dass wir diese Saison auch mal spielen wie 1860 und nicht wieder wie 0815, geht doch nicht so mitkommen. Da ist ja auch schon einer, grüß dich, Mensch. Hallo, Derek. Das gibt's ja ja nicht. Machst du ja ihn auf Lionel Messi oder was? Ich dachte, du wärst zurückgetreten immer hier. Hey, da lassen wir noch Zeit. Mensch, Rodney, ich werd verrückt. Das gibt's ja ja nicht. Ich bin Manni, der neue Busfahrer. Du, hör mal. Ja, ganz genau. Okay. Kriegt er den rausretuschiert? Ich mein, Coverbild bin ja wo ich, wa? Entschuldigung, ganz kurz. Schiedsrichter sind erst ganz am Ende dran. Ja, das geht so nicht. Dass du dich hier zwischen die Spieler mogelst, wa? Ich versuche auch nur irgendwie reinzukommen, weißt ach du? Nee, du bist ja, ach nee, du bist ja Torwart, jetzt segnet er. Neuer Busfahrer, neue Saison, neues Glück, wa? Oder? Ja, ich denke, es ist gut, ja. Neuer Busfahrer. Und ja, ich hoffe, dass er nicht so schnell fahren, weil ich bin ein bisschen Angst, ja, so schnell. Erstmal, die Frisuren gehen ja nicht. Das ist, ihr seid Löwen, das ist eine Löwenfrisur, Manon. Das ist eine Frisur? Ja. Ganz genau, das ist hier mehr Eichhörnchen. Deine Frisur gefällt mir. Du hast endlich mal eine Löwenfrisur, weißt du? Oh, danke, danke. Zumindest hier am Kinn, wa? Ja. Siehst du, lachen kann er. Da krieg ich gute Laune mit dem Kerl, du. Du sitzt neben mir, verstehst du? Trainer setzen wir hinten hin, du sitzt vorne, haben wir was zu lachen. Moment mal, Gerard, das geht jetzt ja nicht. Wir haben jetzt hier ja wichtige Shooting, Sie können ja jetzt hier nicht rein. Wieso haben Sie überhaupt ein T-Shirt von uns an? Was soll das? Wer sind Sie überhaupt? Ich? Ich bin der Grünäugige, der in Wien geborene Deutsche, der neue Cheftrainer. Nee! Ja! Du bist der Cheftrainer, das gibt's ja ja nicht. Ich bin der neue Busfahrer. Du bist ja ein super Torwart, muss ich sagen. Sensationell, aber du musst natürlich manchmal auch ein bisschen schneller den Ball irgendwie so dem Gegner wegnehmen. Weißt du, das geht ja nicht. Du rennst immer nur raus. Ich meine, du bist ein Löwe. Verstehst du? Nicht Ball wegnehmen, du musst dem Gegner den Kopf abbeißen. Ah! So sieht das aus. Hast du? Vollkommen recht, ja. Verinnerlicht? Na klar. Ich habe das organisiert, weißt du, damit die sich mal so ein bisschen fühlen wie bei Champions League, weißt du? Läuft sensationell, läuft das, ja. Panini-Album, da seid ihr alle drin. Echt jetzt? Ich dachte, da ist nur die erste Liga drin. Ja, im Panini-Album. Aber ich mache ja das Manini-Album. Wegen Manni, der Busfahrer, war scheiße. Ja. Aber du musst ja auch mal ein bisschen rannehmen, ne? Was ich da im Training gesehen habe, da muss so eine Schippe drauf. Auf jeden Fall. Du bist jetzt bei den Löwen. Du bist jetzt nicht mehr Trainer, du bist jetzt Dompteur. Nicht nur. Ein bisschen Doktor und ein bisschen Dompteur. Levin, es wird mal Zeit, dass du mal Nationalspieler wirst. Also hier sowieso 3-4 Leute von euch. Weil ihr seid die Löwen. Verstehst du? Und der Bundestrainer, der heißt mit Nachnamen nicht Joachim Schalke, sondern wie heißt er? Joachim Löwe, natürlich. Löwe, ganz genau. So sieht das aus. Alles klar. So, zieh dich um. Du machst dann noch im Bikini die Fotos. Mach ich. So, Freunde, ich habe im Gefühl, das wird eine deutlich bessere Saison als letztes Jahr. Die Spieler sind richtig gut drauf. Wenn das so weitergeht, steigen wir irgendwann wieder auf. Ja, Jungs sind jetzt noch beim Training. Ich fahre jetzt hin, hol die ab. Big George, wo muss ich denn langfahren? Manni, am besten immer geradeaus fahren. Geradeaus, das kann ich am besten. Also, macht's gut, Leute. Achtung, Manni kommt.